Haben wir es jetzt mal bald? Meine Fresse. Moment, ich zeige euch was. Wollt ihr den Pausenbildschirm auch noch sehen? Ja, so, haben wir jetzt alles? Meine Güte. Gott, oh Gott, oh Gott. Verpeiltheit. Check. So, und damit darf ich euch ganz herzlich begrüßen hier an diesem Samstagabend. Heute ist der 12. Januar 2019. Stream Nummer 2 von ganz vielen in diesem Jahr. Ich habe keine Zahl. Ich darf euch ganz herzlich begrüßen. Und dachte mir eigentlich, ja, fängst du heute mal pünktlich an, nur was ist, aus irgendwelchen Gründen dachte sich mein Streamlabs Discord-Bot, ich funktioniere jetzt nicht mehr. Dankeschön. Danke. Technik, die begeistert. Ah. Ganz kurz. Jetzt geht das. Da hat er noch etwas zwischen den Zähnen. Mein Internet stirbt gerade, das finde ich nicht so toll. Vielleicht sollte ich doch nochmal lieber aufnehmen. So als kleine Absicherung. Wäre vielleicht besser. Planlosigkeit in meinem Kopf. Da es zu der Situation gekommen ist, die ich eigentlich schon erwartet habe, und zwar, dass am Anfang noch keiner da ist, wenn ich das, was wichtig ist, erklären wollte, machen wir es anders. Erstmal die Musik leiser. So. Machen wir es anders, und zwar werden wir. Warum habe ich das? Ich habe das Spiel noch hier so stehen. Ich habe das schon mal. Auf Just Chatting, auf American Truck Simulator gesetzt. Völlig irrsinnigerweise. Ich weiß nicht warum. Ich stehe gerade vor einem Problem. Ich habe gerade keine Idee, wie ich das Inhaltsproblem lösen soll, wenn ich jetzt zum Beispiel ein anderes Spiel nehme, wie zum Beispiel Train Simulator. Oh, ich korrigiere. Mein Discord-Bot hat sich gerade dazu entschieden, zu funktionieren. Jetzt auf einmal willst du. Okay, ich muss Discord kurz neu starten. Aus einem mir unerfindlichen Grund. Vorher machen wir mal kurz einen Speedtest. Weil ich gerade hinterfrage, was sich mein Internet so denkt. Schauen wir mal. Zweiundzwanziger Ping, das ist schon mal okay.
25k down. Ist auch gut. Up. Ah, ich sehe auch gerade. Oh. Warte, ich will ich das. Ich muss euch das kurz zeigen. Seht ihr das? Finde ich gut. Vielleicht liegt das Problem ja gar nicht an mir, sondern ganz einfach bei Discord. Gucken wir mal, was passiert, wenn wir es relaunchen. Ob es sich überhaupt noch öffnen möchte. Es wäre nicht das erste Mal, dass das so ist. Weil, wenn das so ist, gibt es heute nämlich keinen Truckers MP. Und, ja, es hilft nicht. Okay, Discord sagt, leck mich. Hallo Konstantin, ich begrüße dich. Schön, dass du reinschaust. Na, wie geht's dir? Findest du doch auch toll, ne? Ah, da ist mein Discord wieder. Sehr gut. Sieht schon mal schön aus. Hat es meine Nachricht jetzt abgeschickt? Nein. Ist gar nicht mehr da. Okay, jetzt hat es meine Nachricht abgeschickt. Okay, sehr gut. Vielleicht könnte es gehen. Ich weiß es nicht. Ich stehe dem skeptisch gegenüber. Oh. Was? Hä? Was? 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 Discord hat ein leichtes Problem. Anscheinend. Deswegen schauen wir mal, ob das so klappt, was ich mir vorgestellt habe heute. Es wäre schön, wenn es klappt. Greift nach der Wasserflasche. Oh, die ist schön kalt. Könnt ihr das fühlen? Nee? Okay. Lasst euch erfrischen von dem Geräusch. Ah. Was geht nicht? Discord funktioniert nicht. Das ist los. Wobei, jetzt anscheinend wieder schon. Nur die Frage, wie lange? Prost übrigens. Ah. Discord funktioniert nicht. Genau, das ist es. C'est le problème. Man hat nichts gehört. Was? Was von der Flasche hat man nichts gehört? Oh. Idiotische Flasche. Ach. Tse. Flaschen, das sind alles Flaschen. Ich könnte vergessen. Mal nicht mal Krach, mal nicht mal Erfrischung. Schlechtes Produkt. Vom Wasser übrigens auch nicht, Kappa. Wow. Cool, ich verwerfe Frames. Das finde ich geil.
Aber warum tue ich das? Wenn es ganz doof läuft, muss ich neu starten. Weil ich irgendwas falsch gemacht habe, aber ich weiß nicht was. Jetzt geht's wieder. Ach. Heute will mich wieder alles verarschen. Alles. Ich tue gerade sinnlose Sachen, ich weiß. Weil ich gerade absolut keine Ahnung habe, was ich tue. Nein, halt, das ist falsch. Sinnlose Sachen tun wir. Ich würde vorschlagen, bis alle da sind, spielen wir eine Runde Train Simulator. Boah, da fällt mir auf. Ich kann ja die einzelnen Teile theoretisch raushighlighten. Ha! Ha! Ja. Hey, dann kann sich Konstantin endlich mal die 266 anschauen, von dem ich ihm so oft erzählt habe. Was hältst du davon? So eine gute Idee, ne? Ich hab voll Bock auf Train Simulator. Oh mein Gott. Fahren. Wir spielen Karriere. Nicht das, sondern... Das hier. Frachtzug nach Koblenz. Der Winter Sale ist da. Wow. Sag mal, bin ich von der Größe her eigentlich okay oder soll ich mein Kamerafenster größer machen, kleiner machen? Oder wie ist das? Wie passt das? Ich glaube, Konstantin sieht das jetzt auch zum ersten Mal. Er war ja am letzten Samstag nicht da. Ich hoffe, dir gefällt die Kameraidee.
Mir wurde gesagt, ab etwa 21 Uhr kommen mehr Leute dazu. Heißt, wir müssen uns beeilen. 21:30 Uhr geht dann quasi der eigentliche Inhalt los, da wo es drum geht. Ja. Und ihr wisst ja, ist der Finger oben, wird man nicht loben. Prost. Es ist aber hier auch eine Ladezeit. Lecko fett. Und ohne jetzt übertreiben zu wollen, aber ich glaube, ich habe die 266 oder die 247. Man kann sie nennen, wie man möchte. Jetzt eigentlich relativ gut im Griff. Ich bin ja recht viel damit gefahren. Es ist einfach eine tolle Lok. So. Szenarieneinleitung. Boah. Er ist das gute Stück. Guten Tag, Sie haben gerade eine Reihe frisch beladener Container angekuppelt, die Sie nach Koblenz bringen. Dort werden Sie später entladen. Es herrscht nur leichter Verkehr und das Wetter spielt mit. Es sollte also nicht zu schwer für Sie werden. Das hört sich gut an. Mal kurz zeigen. Das hier ist das gute Stück. Aber wir dürfen uns nicht zu viel Zeit lassen. Das Fahrzeug mit der Baureihenkennung 247-054-0. Kurze Facts: 6 Achsen. Zwei Drehgestelle, Achsformel COCO, 3290 PS, 23.900 Liter Tank, von EMD gebaut, Gewicht 130 Tonnen, Länge 21,90 Meter und dieselelektrisch angetrieben. So, wir haben als erstes einen Fahrtrichtungswender, dann haben wir. Ah, ist schon an, okay, sehr gut. Dann haben wir hier die Lokbremse, die wir lösen. Wir haben hier unseren anderen Bremshebel, mit dem wir auf dieser Anzeige den Bremsdruck vorwählen können. Wir haben hier eine Feststellbremse, die schalten wir aus. Wir haben hier zwei Bremsmodi. Wir nehmen den Passagiermodus, weil die Bremse einfach da besser funktioniert. Wir haben eine PZB, die wir einschalten mit Steuerung Enter. SIFA funktioniert hier nicht wirklich. Wir haben hier Scheinwerfer. Genau. Und dann lösen wir die Bremse, fahren das also auf 0. Vorwählen. Und wir haben einen Geschwindigkeitsbegrenzer, den schalten wir hier ein mit der Taste K. Zack. Und mit Steuerung Y fahren wir den roten Zeiger bis auf die 40. So, und dann schalten wir. Leistung auf. Ich lagge? Oh nein. Bitch, please. Hab ich irgendwas vergessen? Ist irgendwo die Feststellbremse zu? Nö. Ja. Starten wir es einfach neu. Vielleicht funktioniert es ja jetzt richtig. Und dann fahren wir gleich los. Ich wehre mich. Lecken. Lecken ist Kacke. Ist scheiße.
So. Ging jetzt zum Glück schnell. Ich kenne wir schon. Also, Licht ist an, dann haben wir. Oder müsste erst, ich glaube, ich müsste erst die PZB einschalten, dann das hier. Auf wachsam, einmal frei, bei 440 funktioniert. Jawohl. Dann lösen wir die Bremsen. Jetzt fahren sie auch runter. Und dann fahren wir los. Bett. Ach. Ich tue jetzt einfach mal so, als würde ich das jetzt ignorieren, dass das hier nicht so ganz gut funktioniert. Ah, da war ja was. Können wir es bitte nochmal haben? Hm? Das Spiel möchte mich verarschen. Mein Internet möchte mich auch verarschen. Ich sag euch, das wird heute nicht lange. Wenn das so weitergeht. Ah, Moment, ich muss das hier mal kurz. Zweischichtiges Zwischenprogramm. So. Jetzt fahren wir gleich los. Fertig, ohne irgendwas. Das da weg. Das an. Bremse raus. Und anfahren mit, ja, 50%. Unser Zug ist ja leicht lang. So, jetzt aber. Und man würde jetzt den Begrenzer aktivieren. Jetzt hat es funktioniert. Wir sind auf der Strecke Köln-Koblenz unterwegs, verlassen gerade den Rangierbahnhof Köln-Eiffeltor, der so aussieht, dezent groß ist und das ist die ganze Strecke. Und wir fahren nach da. So, und der Geschwindigkeitsbegrenzer hält uns schön bei der eingestellten Geschwindigkeit. Der funktioniert manchmal so ein bisschen leicht nicht. Ah, heute läuft mir alles wieder super. So, jetzt können wir den auf. ...100 km/h hochsetzen. Wir sind in der mittleren Zugart, damit dürfen wir maximal 125 km/h schnell fahren. So. Ich weiß ein bisschen was von dem Szenario. Ich habe es nämlich mal angespielt. Sagt ihr mir hier eine Geschwindigkeit?
Schnee. So, wir müssen jetzt unter 70 bleiben. Spoiler. Die Begrenzung ab dem nächsten Signal liegt bei 60 km/h. Ne? Da oben steht die 60, die jetzt hier auch auftaucht. Musst du erstmal drauf kommen. Wenn dein Vorsignal dir nicht sagt, wie schnell du ab dem nächsten Signal fahren darfst, wenn es nicht 40 km/h sind, was der Fall wäre, wenn da nichts stünde, wie schnell man fahren darf. Also quasi, was mir dieses Szenario vorhin suggerieren wollte. Ne? Das ist das Problem. Wir haben auch ein Kabinenlicht mit der Taste L. Und ansonsten halt die Standardfunktion. Ich finde, das ist ein sehr schönes Fahrzeug. Das ist meine Lieblingslok, wie gesagt. Wir haben jetzt den weichen Bereich verlassen. Das heißt, wir dürfen jetzt ab demnächst dann wohl schneller fahren. Vermutlich nach dem Passieren dieses Vorsignals, beziehungsweise dieser 160er Tafel. Yep. Wir stellen. Das war die falsche Taste. Ich wollte das hier. Den Geschwindigkeitsbegrenzer auf 120 beziehungsweise 100. Etwas mehr. So. Und dann kann das Ding mal zeigen, was es kann. Gute Lok. Heute ist wieder ein Tag, wo alles technische Probleme hat. Ich merke das. Ich merke das jetzt schon. Wir haben einen Scheibenwischer. Mit dem man hier übrigens auch mit der Maus einschalten könnte. Wir nennen uns Brühl. Mit dem Scheibenwischer kann ich immer gucken, ob es gerade bei mir leckt oder nicht, wenn ich mir nicht sicher bin, wenn es nicht eindeutig ist, was man durch das Bild aber doch sieht, ob ich jetzt lecke oder nicht.
Pünktlichkeitsbonus 112, jawoll. Unser nächster Bahnhof, den wir passieren, ist Sechtem. Da sind wir um 15.11 Uhr. Laut aktueller Zeit sind wir dort um 15.10 Uhr und 33 Sekunden. Also quasi vor der Zeit. Mal sehen, ob das so bleibt. Das wäre gut. Ja, warum meine Lok gerade nur 110 fährt statt 121? I have keine Ahnung. Ich mag Züge. Hallo Tobi, ich begrüße dich. Schön, dass du reinschaust. Na, wie geht's? Ja, ich weiß, es laggt. Sowohl bei mir als auch bei euch. Weil mein Internet sich denkt, geil, ich funktioniere heute nicht. Ausgelassene Frames. 4863 sind 7%. Naja, okay. Ah ne, Quatsch, das ist gar kein Bahnhof, wo wir jetzt langfahren. Das ist einfach nur ein Stück Schiene. Oder ist es ein Bahnhof? Das gilt übrigens nicht für mich. Tobi, dankeschön für deinen Host. Aufgabe zeigen. Nein, es ist kein Bahnhof. Es ist vor einem Bahnhof. Weil es ist der Bahnübergang. Das hier ist das Stück Schiene und das ist der Bahnübergang. Ach, der Bahnübergang. Alter, der Bahnhof. 266 entgegen. Hallo, Herr Kollege. Auch hier waren wir wieder pünktlich. Es kann ruhig so weitergehen. Nächster Ort im Fahrplan. Reusdorf, Bahnsteig 1. Also Reusdorf, Gleis 1. Ich finde die Strecke super. Wie gesagt, ihr habt davon noch nicht viel gesehen, aber ich bin schon ein paar Sachen damit gefahren. Ich habe es ja noch nicht ganz angeeignet, weil dafür ist er ein bisschen groß. Also ich kenne sie noch nicht so sehr wie Hagen-Siegen oder Oxford-Paddington. Die beiden Strecken kenne ich ja eigentlich komplett. Aber es gibt auch noch so andere Strecken, die ich nicht kenne. Wie zum Beispiel München-Augsburg ist mir noch so ein Ding. Dann München-Garmisch ist noch so ein Teil. Gut, die ist aber auch neu. Ja. Vielleicht können wir einfach nicht schneller fahren, weil der Zug so schwer ist. Ich weiß nicht. Du hast der Tobi, setzt sich ins Studio. Ja, da werde ich gleich hingehen. Wann soll ich denn am letzten Zielort sein? ...15.46 Uhr, das sind 34 Minuten. Gehen wir jetzt mal schon mal zu ihm.
Oh, es laggt. Hallo? Ich bin nicht so mitgenommen. Ach ja. Ah toll, mein Discord-Overlay will mal gerade wieder nicht. Wie wäre das? Shift F12? Müssen wir nur kurz warten und dann sollte es auftauchen. Fühlt sich so mitgenommen. Ja. Du fährst im Zug mit heute mal. Mal wieder. In meiner Lieblingslok darf ich dich begrüßen. In meinem eigentlich gerne zweiten Zuhause. Einer wunderschönen BR-247. Wird dich mit Kohle betrieben? Ich will nicht mitfahren. Was wird dich mit Kohle betrieben? Ja. Oh. Ich möchte Kohlestaub einatmen. Du kannst Diesel trinken. Ist bestimmt genauso gesund. Haben Sie den Channel VTC Org angeguckt? Nein, habe ich nicht. Er leuchtet noch weiß bei mir. Lassen Sie mich kurz auf mein Handy schauen. Ja, mein Handy am Steuer? Alter, ich sitze im Zug. Das macht's nicht besser. Sie sind noch unter 8. Jetzt sehe ich Ihren Eltern. Okay, sollen wir jetzt schon mal... Nee, noch nicht. Jetzt noch nicht. Das ist jetzt noch nicht. Was denn? Konstantin möchte auch ins Studio. Ah, ja. Nee, wir reden jetzt noch nicht über Firma. Das machen wir später. Weil, wie gesagt, es geht auch ohne. Es geht auch ohne dieses Ding. So. Aus irgendeinem... Lieber Herr Konstantin, überweisen Sie 10 Euro auf folgendes Konto. Oh, ich habe was für dich. Ich habe heute eine kleine Lyric-Sektion aufgeschnappt. Die möchte ich dir vorsingen. Lyric? Wie singen? Ah! Schlechte Erinnerung an Barbie Girl. Na. Ja, ich bring das im Sommer wieder mit. Will so mittalken. Ach, er möchte hierher. Nein, er soll mein Gesinge nicht live hören. Okay. Hallo. Wie war das? Mit Delay. Unser allseits beliebtes Lied Country Roads von John Denver. Country Roads, let's a go. It's a me, Mario. Seht ihr das? Da steht keine Geschwindigkeit. Gut, dass du was Italienisches singst und nicht gerade Spaghetti. Ja, wow. Nein, aber ich hab das gesehen und drunter stand, I love and hate this simultaneously. So, ja. Darf ich jetzt auf 60 jetzt runterbremsen schon oder nicht? Ah ne, Quatsch, es waren hier erst 130. Oder so. Weil wenn es irgendwas gewesen wäre, was mich jetzt schon betrifft, hätte... Oder? 130? Ich glaube, es waren 130. Ja, BZB, sei ruhig. Ich muss jetzt auf 60 runterkommen. Jetzt. Ah. Aus- und einschalten geht schneller. Hallo? Ziemlich zugig hier drin. Pünktlichkeitsbonus, yay.
Oder es wird hier ziemlich zügig sehr zugig hier. Liebes Bremssystem, könntest du mal bitte die Bremse lösen? Wäre das machbar? Nein. Schade. Kannst du den Herrn Konstantin mal zu uns in die Lok holen, bitte? Hallo. Hallo. Herzlich willkommen an Bord bei der Deutschen Bahn im Güterverkehr der DB Cargo. Thank you for traveling with the Deutsche Bahn. Ja, sagen wir zu den Gütern. Thank you for choosing German Bahn. Nein, sie sagen immer thank you for traveling with the Deutsche Bahn. Ja. Weil es gibt einfach deutsche Worte, für die gibt es keine englische Übersetzung. Das habe ich heute in einer Dokumentation über die Zeit des Nationalsozialismus wieder gesehen. Aha. Heißt, Luftwaffe heißt dann, wird dann auch von so englischen Historikern the Luftwaffe genannt. Oder der Führer heißt dann the Führer. Ja, weil der Guide wäre etwas misleading. Der Guide. Ja. Und es wird zum Beispiel dann auch immer, es wird dann auch nie gesagt, Thunder War, wie es eigentlich, wenn man Blitzkrieg umsetzt. Flammenwerfer. Da wird dann immer auch Blitzkrieg gesagt, nicht Thunder War. Weil wenn man es wörtlich übersetzen müsste, ist Thunder War. Ist ja. Ah, jetzt ist die Bremse los. Ah ja, naja gut. Was da los dran? Da los, hast du schon wieder angestellt. Ah, du bist zu laut. Mach dich leise. Ich mach dich leise. Es ist passiert. So. Thank you for coming. Was ich auch aus meinem Anspielen von dem Szenario weiß, ist, dass wir die Weiche, die gleich kommt, mit 60 km/h überfahren dürfen. Auch wenn uns das Signal mal wieder 40 verzapfen möchte. Das stimmt nicht. Und ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, dass wir auf diese lange Strecke das Gegengleis befahren, aber naja gut. Vielleicht ist der Streckenplaner einfach nur dumm. Weiß nicht. Dumm? Also das Vorsignal will uns ja sagen 40. Das ist aber Bullshit. Ich muss jetzt aber schauen, dass ich relativ schnell unter die 70 komme, sonst kriege ich eine Zwangsbremsung reingeklatscht. Da habe ich keinen Bock drauf. Gute SIFA. Nein, nicht die SIFA, die PCB-Zwangsbremsung. Ich habe die SIFA hier aus bei der Lok, weil die nicht funktioniert. Raus mit der Bremse. Und Geschwindigkeitsbegrenzung nach unten. Wie die funktioniert. Scheiße, die steht zu weit weg vom Gebäude. Kann keine Menschenrettung durchführen. Alter, ich muss jetzt die Drehleiter einfahren und neu positionieren, ne? Der gute Herr spielt nebenbei Notruf 112, die Simulation. Hallo, ich muss mich auf meine Tropmann-Prüfung vorbereiten. Das hilft echt. Ey, das hilft echt. Ja, dann wunderbar. So, seht ihr es? Hier oben steht wieder die 6 drin. Ohne dass wir vorher irgendwas gesagt bekommen hätten zum Thema, wir dürfen jetzt 60 fahren. Ne? Ich komme mir von dem Spiel etwas verarscht vor. An alle, die irgendwann mal Feuerwehrmann werden wollen und Truppmann-Ausbildung machen, spielt einfach Notruf 112, dann lernt ihr alles, was ihr braucht. Das Spiel ist grafikmäßig zwar für die Tonne, scheint wohl von der Mechanik her aber eigentlich ganz gut zu sein. Ja, es ist halt noch nicht fertig und ich hätte halt an der Stelle von Aerosoft kein fertiges Spiel, unfertiges Spiel rausgebracht. Und ich darf jetzt halt die komplette Drehleiter umstellen. Ja, viel Spaß. Danke. Runter. Oder hoch. Nee, ich sitze jetzt nur noch unten drin in dem Hauptführerstand.
bin ja Maschinist. So. Lokmarsch. Aber schnell. Na, solange ich keine Minuspunkte wegen zu spät kommen bin, also solange der Pünktlichkeitsmalus noch im positiven Bereich ist, bin ich zufrieden. Ich werde keinen Pünktlichkeitsbonus kriegen, das geht nämlich nicht, gefühlt, wenn man sich hier an die Vorschriften hält. Beziehungsweise wenn die Lok einfach mal das machen würde, was sie sagt. Sonst würde ich die darauf hören. Ja, schön wär's. Oh, ich korrigiere, ich habe einen Pünktlichkeitsbonus bekommen, weil ich so gerade 2 Sekunden vor der 1 Minute, weil 1 Minute hat man ja immer Toleranz drauf, auf das Eintreffen an irgendeinem Ort. Also wenn ich um 15.31 Uhr irgendwo sein muss und ich bin da um 15.31 Uhr und 59 Sekunden, bin ich immer noch pünktlich und kriege den Pünktlichkeitsbonus. Bin ich um 15.32 Uhr dort, kriege ich einen Pünktlichkeitsmalus, der aber trotzdem noch so viel positiv hat, also der so positiv gewertet wird, als entspricht es dem Pünktlichkeitsbonus. Und erst wenn der noch, wenn diese Zeitspanne noch weiter drüber rausgeht, dann wird es irgendwann weniger. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt ihr gewusst, Jannemann hat das Spiel ja auch und er hat sich einfach so noch das DLC gekauft. Können wir darüber nicht im Stream reden? Worüber? Über Sachen kaufen? Sagen reicht schon. Ich glaube, ich müsste mal so einen eigenen Regelblock verfassen, so Regeln für das Studio. Das wäre, glaube ich, mal angebracht. Ha, guter Plan. Das sind alles Sachen, ich schreibe sie mir nicht auf, ich weiß nicht warum, um sie dann wieder zu vergessen. Genau. Ja, was ist das denn für mich jetzt? Ach, Mann. So, in 100 Metern kommt der Hinweis auf die 100. Die stellen wir auch ein. Dann bremst meine Lok automatisch auf die eingestellte Geschwindigkeit herunter. Tobi? Hm? Chat-Command bitte löschen. Was? Wo? Hä? Wo bist du gerade? In meinem Chat, da wo du auch sein solltest. Bin ich nicht. Ja, toller Mod. Ja, wenn der Stream nicht läuft, what the fuck? Ah, Elix Blechle. Ich hasse so Leute, ne? Kann ich das hier wenigstens... Also es ist gelöscht. Es ist gelöscht. Es ist gelöscht? Okay, gut. Ne, weil bei mir steht es nämlich noch drin. Ich hab's halt vorher noch gelesen, deswegen.
Dance Game. Oh. Hast du ihn gebannt hier aus dem Chat? Oder? Nee, noch nicht. Vielleicht, er hat jetzt mal 600 Sekunden Zeit, drüber nachzudenken, was er geschrieben hat und warum das hier nichts zu suchen hat. Wenn er sich dann nochmal meldet und nochmal daneben tritt, ist er raus. Möchte jemand morgen was aus dem Mac ist? Ja, klar. Weiß ich doch jetzt noch nicht. Wenn es auf deinen Nacken geht. Wenn du es da noch isst, wenn es bei dir ankommt. Könnte dauern. Ist halt Meckes, könnte dauern. Hey, das wäre voll der gute Spruch. Und dann nicht mit einem S ist, sondern mit Doppel-S, also ist. Ist Meckes. Bindestrich, kann dauern. Nacho Burger kann dauern. Braucht länger. Ich habe eine halbe Stunde auf den Bergen gewartet. What the fuck? Hm, zwei Mac Sunday Nachwahl für 1 €. 1,80 €. 1 €. Einzig, genau. Wow. 1 €. Ein Cappuccino und ein Germknödel-Donut. Okay, das hört sich schon relativ eklig an, muss ich ehrlich sagen. Germknödel-Donut. Googles mal Germknödel. Was Süßes. Ich weiß, Dampfnudel. Ich weiß, dass das mal Dampfnudel-Donut. Könntest du einfach aufhören, mir Hunger zu machen? Hört sich trotzdem nicht so nice an. Hä, wieso? Alles, was Donut heißt, ist. Fast alles, was Donut heißt, ist geil. Achso, du magst keine Dampfnudeln? Ja. Deswegen hört sich für mich persönlich nicht so nice an, aber... Er hat's noch nie gegessen. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich hab ja auch noch, Dampfnudeln. Was mich an Dampfnudeln früher immer gestört hat, ist die Tatsache, dass ich niemals Vanillesoße mochte. 2 McFlurries für 4 €. Ich mag einfach keine Dampfnudeln, ich weiß auch nicht. Aber wisst ihr, was ich auch absolut hasse? Menschen. Nee, ja, das auch, aber. Ich hab drauf gewartet, dass er da sagt, ja, das auch. Nee, aber was auch richtig eklig ist, ist ein Windbeutel. Wow. Warte mal, was es halt zum Kaffee gab. Bestimmt keine Windbeutel, sondern Germknödel-Donuts. Nein. Ey, dieser Brandteig, der schmeckt doch so scheiße. Nein. Oh, darf ich überhaupt scheiße sagen? Jetzt habe ich schon gesagt. Ja, so, 120 sind erlaubt. Also bitte, Marsch, Freunde. 22 Nuggets für 5 €. Können die, ich weiß gar nicht, was das für ein Motor eigentlich ist. Ich glaube 12 Zylinder Dieselmotor, schön fett. Jetzt kann er mal zeigen, was er kann. Oh, in Remagen bin ich sowas von zu spät. 1,5 Minuten über der Zeit. Cheeseherzen. Total eklig. Die Röste sind wieder da. Ich bin ja eigentlich blöd, ne? Die Lok fährt 120 max. Ich könnte doch einfach den Begrenzer dann rausnehmen, bis 120 einfach beschleunigen. Und dann stellen wir uns die Frage, wer ist dran? War meistens nicht Tobi. Wow. Ich stelle jetzt die Frage, wer ist Max und wieso der nicht Tobi heißt. Wow. Möglichkeitsmalus 97 Punkte. Naja, gut. Solange es ja, wie gesagt, im Plus ist, ist es mir egal. Drehmagen kennt man ja auch. Manche vielleicht auch als Essen.
Ein Drehmal. Vielleicht ist so ein Ein-Aus von dem Begrenzer eigentlich gar nicht so verkehrt. Da muss ich schlichtweg manuell bremsen, wenn ich auf irgendeine Geschwindigkeit runter möchte. Das wäre jetzt aber auch nicht so das Problem. Denke ich mir. Sticht mich an meinem Rücken irgendwas, ich werde wahnsinnig. So. Besser. Das ist so wie Chat-Aktivität bei dir. Ja, ich weiß. Okay. Ich könnte mal eine schöne Fahrszene reinpacken. Ist auch eine lustige Kamera. Ach komm, dann fahr halt so. Erstmal eine Runde Eisig. Geht es eigentlich nur mir so oder fragen sich auch noch andere Leute, wo das ganze Jahr eigentlich wieder hin ist? Wo das ganze was hin ist? Wo das ganze Jahr 2018 hin ist. Ich glaube, also mir geht's nicht so. Ich frage mich nicht, wo es hin ist. Genau. Ich denk mir in dem Moment immer nur, wird 2019 genauso schnell vorbeigehen? Ja, Mann. Wir haben jetzt schon gleich die dritte Woche. Ja. Man denkt sich im ersten Moment dann immer wieder, ach, das dauert doch jetzt eh noch ewig. Und ehe man sich's versieht, ist es soweit. Richtig.
schön, wenn ich Isaac spiele und die Pokémon-Musik hier im Hintergrund habe. Mhm. Einen Pokémon-Mod drin habe. So, wen soll ich nehmen? Ash, Misty, Gary. Ash. Arsch. Ash mit dem geilen Ash. Okay. Ja, diese Geschwindigkeitsreduktion auf... Nein, nicht Reduktion, Reduzierung. Auf 140 betrifft mich nicht, weil ich fahre nicht 140. Ich fahre nicht mal 120 oder nicht mal 125, was ich maximal dürfte. Erstmal das Mongo Baby mit. Komm mal her. Ich kann Pokémon spielen, weil ich den Friendly Ball hier habe. Und kann ich Gegner einfangen und später benutzen. Die hätten den Intercity-Wagen von der BR218 ruhig einen Steuerwagen beilegen können. Huch, hoppla. Jetzt mal voll mein Mikro weggefeuert. So, die 110 betreffen mich jetzt aber. Lassen wir es einfach mal runterrollen auf 110. Schalte jetzt eine Grenze ein und Leistung wieder auf. Das ist jetzt so wie ich bei der BR218 immer erstmal ausrollen lassen. Und dann mit der dynamischen Bremse bin ich mal ein bisschen reingegangen. Also, ja, ich habe hier keine dynamische Bremse, das ist das Problem. Okay. Also glaube ich mal, dass ich keine habe. Ne, ich habe keine. Schön in die Kurve reinlegen.
Mr. Arsch, Catch. Oh. Ich hatte gerade einen Niesanfall. Huch. Und jetzt können wir den Begrenzer wieder ausschalten. Ah, so, viel besser. Und Stoff, meine Freunde. Stoff. In deiner Nase? Nee. am Leistungsregler. Ich bin ja aber nur knapp zu spät. Noch mehr als 100. Nein, 99. Naja, okay. Da ist noch eine Class 66 oder eine BR-247, wie sie hier in Deutschland heißt. Sie wurde für den englischen Markt entwickelt und kam dann nach Deutschland. Das erklärt auch, warum wir übrigens auf der linken Fahrzeugseite sitzen und nicht auf der rechten, wie es in Deutschland eigentlich üblich ist. Aber die neuen Fahrzeuge, also die den ganzen... Ja, die sitzen in der Mitte. Meinst die alten ICE 2 und 3 zum Beispiel, gell? Der alte 3er war auch in der Mitte. Aber der 2er, der 2er und der 1er, die waren... Ja, das meinte ich. Jemand müde? Ja. Ich weiß aber nicht warum. Hat ihm nichts gearbeitet? Nee. Siehst du? Dann bist du müde. Vom Nichtstun bin ich müde, genau. Schlimm, schlimm. Ja. Noch weniger und du stirbst, was? Ja. Müsst ihr mal an der Strecke mal lassen. Also die Streckengestaltung ist wesentlich besser als bei den ganzen anderen Strecken, die ich bis jetzt hatte. Hier haben die Oberleitungen wenigstens den Richtungswechsel, den sie eigentlich haben. Hier sieht auch alles einigermaßen, also hier sieht eigentlich alles sehr realistisch aus. Nur die anderen, wenn ich mir München, Augsburg anschaue oder Köln-Düsseldorf, da sind die Oberleitungen schnurgerade. Oder Hagen-Siegen auch, das ist alles das alte Baumuster. Weil die Teils Jahre alt sind. Weil die noch aus den Jahren, ich glaube, 2010, 2011 stammen, die Strecken, die alten. Und das ist ja jetzt schon ein Weilchen her, ne? Yggdrasil bindet in der neuen Welt. EZB ist locked, weil the train is moving. Ich hab doch gar nichts gedrückt. Du hast es angeguckt, das reicht schon. Wahrscheinlich. Oder dran gedacht. Dran geschnuppert. Ich wollte die PZB wegatmen. Aber das kann ich nicht machen, wenn sich der Zug gerade bewegt.
oder? Ja, 77, das geht. Ah, in 6 Kilometern müssen wir anhalten, alles klar. Hallo, alter Mann im Brunnen. Bist du? Redest du auch mit uns? Da würde ich auf Schwedisch anhören. Und die Sprache der Wikinger, ne? Wikinger. Und die Sprache von Ikea. Malm ist Schwedisch und heißt, wenn ich alle drei Schubladen öffne, fällt die Kommode um. Ich möchte doch einfach nur hier durch. Ich möchte einfach nur hier durch, Mann. Wann wollen die mich denn bremsen lassen? Es wäre mal langsam an der Zeit. Oh. Halt, stopp. Ah, jetzt. Jetzt redest du, genau. Alter, ich jetzt? Klatsch die Bremse rein, das nächste Signal ist rot, Leute. Da hat sich das rote Pferd. Komm, Alter, brems. Brems, ich komm nicht mehr zum Stehen. Und wer zieht sie? Toll, Zwangse, warum das denn? Aha. Ah, wow. Na super. Ich wusste doch, dass ich eine krieg, aber warum? Bin mal kurz AFK. Jo. Dann bis kannst du dich eigentlich vielleicht über Discord muten? Dann knackt das nicht immer so sehr. Ja, kann ich machen. Das wäre eigentlich ziemlich geil. Ja, dann bis später. Bis später. Kackdornbäume. So. Wird auch bestimmt seinen Grund haben, warum ich noch nicht. Werdet alle. Kommt dann auch ein Zug angegurkt oder was? Nee. Ich hatte ja Freigabe. Ha. Wieso fahre ich denn jetzt nicht? Kleckerbrot.
Oh, ja, man sollte auch einen. Man sollte auch den Richtungswender aktivieren. Das wäre mir schon alles zu kompliziert. Wäre gerne noch ein bisschen aufgeheilt. Ich will davon eh anhalten. So wächst der Gegner, das ist unfair. Dann halten wir hier mal an. Schalten die PZB wieder aus. Und gucken uns das Ganze mal kurz von außen an. Wie es zum Beispiel hier aussieht. Oh, eine Drehscheibe. Gut gemacht, Kollege. Diese Container werden später entladen. Für jetzt haben Sie ihre Aufgaben alle erledigt. Gucken wir mal kurz hier am Zug entlang. Schöne Wägelchen sind das. Mit der Stange verbunden. Und nur alle zweimal gekuppelt. Ja. So, Auswertung bitte. Ja. Ah. Okay. Damit gebe ich zurück auf den Homescreen. Okay. Vegas Pro ist im Angebot. Anstelle von 200 Euro nur 60. So, das soll der Train Simulator Teil für heute gewesen sein. Ich will erstmal noch gucken, was hier.
Ich habe etwas Wertserhärmendes gelesen. Ja. Oh. Fängt ja schon mal gut an. What? So. Jetzt kann ich den Titel nochmal wechseln. Zack. Nein. Doch. Hätte ich auch machen können. Ja, nee, den Titel, nicht das Spiel. Achso. So, ich trinke nochmal einen Schluck. Klingt das nicht so? Ja. Mit dem Finger da oben wird man dich loben. Genau das habe ich vorhin gemeint. Genau das. Ja, es war vielleicht mehr. Davon habe ich gerade ein Standbild. Lol. Ist der Finger oben, wird man nicht loben. Ja. Was hat uns SpongeBob denn so also Schönes gelehrt? Ach ja, herrlich. Du kannst Unterwasserfeuer machen. Genau. Darfst es nur nicht wissen, dass du es nicht kannst. Dann funktioniert. Das wird wahr sein. Jeden Fall. Stefan spielt Killing Floor. Dafür kann ich nichts. Oder? Nee, kann nicht sein. Stefan spielt gar nichts. Hä? Aber er ist bei sich mit anderen Leuten. Mit Craft, mit Dominic. Erstmal andere Server im Stream stalken. Das finde ich gut. So, ich lade jetzt The Witcher 3 runter. Wenn ich es runtergeladen habe, funktioniert es. Okay, gut. Okay. Hallo Jan, ich begrüße dich. Schön, dass du reinschaust. Na, wie geht's dir? Da ist er ja, pünktlich zum Hauptteil. Jetzt ist Konstantin gerade AFK. Ich weiß nicht, wann er wiederkommt. Ich habe keine scheiß Ahnung. Vielleicht sitzen wir jetzt einfach noch da und schwafeln ein bisschen. Mal gucken, wenn Dick so wieder Truck fährt. Fährst du nicht mit? Ich muss morgen früh um 5 aufstehen. Ach so. Wir können gern morgen oder spielen. Hey, morgen Abend können wir spielen, weil Sonntag habe ich frei. Ja, dann spielen wir morgen Abend.
muss eh meine Steuerung, glaube ich, wieder einstellen. Ja. Oh, der spielt's mit Control. Ich hab noch einen alten Xbox-Controller hier, falls du einen brauchst. Ich muss nur den Microsoft, Connect. Sehr anschließend, dann hast du quasi Wireless. Krass, Mann. Brauchst halt immer nur Batterie. Wie geht's? Wie steht's? Jo. Nee, Mann. Ich hätte mir den Tag jetzt gerade ein bisschen anders vorgestellt. Es sollte eigentlich anders laufen, als es gerade läuft. Weil der Stream hängt, Discord ist kaputt, die Leute sind nicht da, mit denen ich eigentlich geplant hatte. Bin doch da. Ja, aber Konstantin ist nicht da und Jojo ist auch nicht da. Der musste ja selber streamen. Er wurde gezwungen. Wurde ja selber. Jan hat es hinbekommen, sich bei Truckers MP anzumelden, endlich. Jawohl. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt bist du schwanger und hast ein Virus auf deinem Computer. Sau gut. Endlich hat's geklappt. Wie konntest du das Problem lösen? Jetzt kommt er den Aufgaben. Cool. Mir aber noch runterladen, aber erst morgen. Alles klar, also fährt er auch nicht mit. Ja, geil. Was muss er sich noch runterladen? Ja, Truckers MP muss er sich noch runterladen. Das ist in null, das ist weniger als 10 Sekunden installiert. Sogar bei mir. Einfach so lange probiert, bis es ging. Trial and Error. Trial and Error, auch eine Variante. Auf jeden Fall. Das ist in unter einer Minute installiert. Please. Ja, du installierst das jetzt. Hopp. Okay. Okay. Drei Leute bei dir? Ja. Ich sag mal hallo. Hallo an blutiger Auswurf, NGU Sneaker Street und Fabi793. Ich grüße euch, schön, dass ihr reinschaut. Wie geht's euch denn? So. An diesem wunderbaren Samstagabend. Ich hoffe, euch geht's besser als mir. Zwei davon haben sich erst dieses Jahr ein Account. Aha. Alles fit? Ja, mittelmäßig. Könnte besser sein. Ich werde gerade von technischen Problemen gejagt, das ist das Problem. Aber ansonsten ist alles gut.
Schaust du Mangas? Anime? Nee, nicht so sehr. Nicht so oft, sage ich es mal so. Er schaut bewegte Bilder. Richtig. Wir saufen, während wir deinen Stream schauen. Na wunderbar, freut mich. Trinkt für mich einen mit. Genau, erstmal Jägermeister auf mich. Dankeschön, so muss das sein. Stabil die Lage, wunderbar. Sehr gut. Ja, das interessiert keinen. Lull. Hätte ich auch machen können, lass mir doch einen Spaß. Auf dich, Bruder. Hau rein. Ach ja. Okay. Tschüss, tschüss. Danke fürs Reinschauen. Macht's gut. Jo, mach's gut. Tschüss. Ja. Ich habe auf jeden Fall schon mal ein Highlight, das steht fest. Deppen. Ja, einmal drei Deppen zum Mitnehmen, bitteschön, Dankeschön und tschüss. Alter. Aber ich darf mich nicht beschweren. Ich gehöre auch zu. Ich hab das auch mal gemacht. Mit wem habe ich das gemacht? Das habe ich gemacht mit. Ich glaube, mit. Welcher von den beiden war es? Ich glaube, mit Felix habe ich das gemacht. Letztes Jahr. NGO Sneaker Street, danke für den Follow. Vielen, vielen Dank, ja. Da steht jetzt, you must select valid American Truck Simulator Path. Du musst jetzt das Installationsverzeichnis vom American Truck Simulator suchen. Dieser Ordner, der gesucht ist, ist. Mal sehen, ob ich den Ordner Deine warte. Steam Library, ganz einfach. Auf Kommen, auf Steam App, dann auf Kommen und dann. Festplatte C, dann Programme x86, Steam Apps, Common und dann American Truck Simulator. Ich weiß ja nicht, wo er das installiert hat. Ganz vorne. Das Einzige, was bei ihm durcheinander sein könnte, ist der Laufwerksbuchstabe. Da bin ich mir zu 99% sicher. Bin ich mir Pi mal sicher. Danke, Fabi, für den Follow. Hä? Was verpasst? Ja, das wird mir nicht angezeigt. Ja, auch nicht. Ich habe gerade die E-Mail dafür bekommen. Gut, dass ich die E-Mail-Benachrichtigung anhabe, sonst hätte ich das jetzt nicht mitbekommen. Naja, egal. Ja, aber ich habe das auch mal gemacht mit Felix. Wir haben uns andere Streamer gesucht, sind da einfach mal kurz haben da mal kurz reingeschaut, mal Hallo gesagt, mal gefragt, was abgeht. Und wir hatten einen, der hat, ich weiß nicht, ob er vor der Kamera gesoffen hat, aber er war zumindestens, er sah aus, als wäre er betrunken. Und wir haben ihn gefragt, ob er betrunken ist. Und hat er seine Kollegen gefragt, sehe ich aus, als wäre ich betrunken? Und die so, nee.
Ja, ich mach die Kamera trotzdem aus. Ja. Einmal habe ich das gemacht. Naja, egal. Lull. Machen wir eine Ölfirma auf. Eine Ölfirma? Wie willst du sie nennen? Nein, noch nicht. Ich muss erstmal das Spiel runterladen. Ich habe meine Steam Library zufällig auf E. Aha. Nicht auf AH, sondern auf E. Wow. Was passt? Ich frag mich ja, was passiert, wenn man mehr als 26 Festplatten in seinem PC eingebaut hat? Ich hab sogar auch ein Zugspiel. Ich hab Train Valley. Das ist ein billiger Abklatsch von... Nein, ich mach den Witz jetzt nicht. Das ist Eisenbahnfahren von oben. Top View. Mit Chut-Chut. Trackmania. Normal oder Turbo? Canyon. Ich bekomme es immer noch nicht hin. Was? Trackmania Canyon. Hast du den kompletten Pfad ausgewählt, in dem du das Spiel, wo du das Spiel installiert hast? Ich mache für Jan mal kurz ein kleines Video. Mal gucken, wo ich ihn hab. Was ist das denn? Sowas findet sich doch sicher auf YouTube. Noch einfacher. Da habe ich ihn. So. Machen wir es mal so rum. Also. Gehst in Explorer und dann wählst du C oder wo auch immer du Steam hast, den beziehungsweise eigentlich nicht mehr das da, sondern eigentlich den Ordner Programme x86. Steam heißt der Ordner. Ich will nicht umbenennen. Und dann auf Steam Apps. Und dann auf Common. Und dann geht's um diesen Ordner. Und du musst im Druggers MP Installer nur diesen Ordner hier angeben. Mehr ist es nicht. Und so werden sie schwanger. Ja. Hallöchen, Anna, ich begrüße dich. Schön, dass du reinschaust. Na, wie geht's dir? Hi, Anna. Hier ist wenigstens einer, der mit mir zusammen streamt. Hä? Der hat sich gestern Abend beschwert, warum Stefan nicht mit mir streamt. Ach so. Weißt du, ich muss gerade über eine Sache nachdenken. Kannst nachdenken? Mir geht's gut und selbst, Leute, ja, mir geht's, leicht durch den Wind. Anna, jetzt. Anna, also, wieder verrückt geworden, behauptet wieder, er kann denken. Nach der Aktion von gerade eben bin ich komplett fertig. Ne. Wobei irgendwie ist es lustig, Leute aus meinem Chat rauszuschmeißen, weil sie doofes Zeug schreiben. Es ist jetzt heute schon das dritte Mal. Fett. Ja, erst der eine Typ da, der auf Englisch da rechte Sachen schreibt, dann die zwei. Ich zähle das personenweise, nicht happeningsweise. Happening. Das Fappening. Wow. Große Fappening. Armes Lotte, ja. Ich krieg das irgendwie hin. Armes Tuff.
kriegst einen Keks. Keks. Nom nom. Keks. 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 Das Krümelmonster in der Kekse zu. Ja. Der Krümelmonster, was soll diese Tube Keksteig in ihrem Badeschrank? Zähne putzen? Sie putzen. Putzen. Zähne. Sie Boden wischen. Hast du Talos eigentlich installiert? Habe ich Talos installiert? Ich hab's auf einem PC installiert. Nur welcher? Nee. Ich glaube, das war. Nee, ich hab's nicht installiert. Nicht auf dem. Wow. Ich hab's auf meinem Laptop installiert. Naja, okay. Yeah. Weißt du, ich könnte. Es wäre ja zu einfach, wenn ich mich einfach in meinen Mercedes-LKW reinsetze und einfach ein bisschen durch die Gegend eiere, ne? Nee, es wäre zu einfach. Anstatt so ein komisches Bild mit Chat auf dem Saal. Komm, spielen wir Euro Truck Simulator. Fahren wir ein paar kurze Türchen. Dann kann ich mal kurz zeigen, worauf ich hinaus will mit dem Trucking Voice. Weil das funktioniert für einen Euro Truck Simulator nämlich auch. Yay! Da ist Jana glücklich. Soll ich schon auswählen? Was denn? Game. Ich hab's gerade geändert. Die doch einfach. Ich muss mir angewöhnen, dass ich Leute habe, die das machen. Oder machen können. Boah, hat sich beschweren, dass ich den Typ nicht rauswerfe, aber nicht mal das Spiel ändern. Ja, weil ich daran nicht denke. Ah, es wurde neu. Du denkst nicht mehr auf den Gedanken zu denken. Den Gedanken, an den ich denke? Wobei Tobi gegen die Wand fahren sehen ist auch toll. Ja. Nein, wir spielen jetzt nicht das Spiel. Nein, das machen wir wann anders. Vielleicht morgen oder so, ich weiß nicht. Ich habe jetzt zwar meinen Controller eingestellt, aber diese kompletten Grafikeinstellungen muss ich wieder ändern. Also du hast ja neu installiert wahrscheinlich auch, ne? Ja, ich musste auch noch neu installieren. Ja, da war ja was. Hast du dein Profil gesaved? Bei was denn? American Truck Simulator. Das ist automatisch in der Cloud drin. Gut. Das war das erste Nachgucken. So. Da sind wir jetzt im LKW. Ich habe meinen LKW ein kleines bisschen umlackiert. Manche Leute würden sagen, er sieht scheiße aus. Ich bin der Meinung, er sieht ganz gut aus. Vor allem in Kombination mit dem Auflieger. Ich hatte vorher das Farbschema umgedreht. Aber der Hulk in die Stoßstange reingerast und hat den platt gefahren. Ich hab den Hulk überfahren, genau. So. Ich bin mit meinem eigenen Auflieger in Linköping. Ah ja, da war ja was. Und ja, ich bin gefahren. Lass erstmal nach Genf fahren. Dauert ja nur 30 Stunden, Alter. Lass erstmal gucken, wer noch streamt. Der ist doch hübsch, siehst du, Tobi. Anna sagt, der LKW ist hübsch, also ist er hübsch. Ich hab ihn nicht gesehen, ich kann's beurteilen. Ich hab mir nur gedacht, vielleicht ist er grün. Hä? Ich dachte, du hast das Muster vorne gesehen, weil du gesagt hast, der Hulk ist dir reingefahren. Ich sagte doch, du hast den Hulk überfahren. Ich habe nur was Grünes gesehen. Ach so. Oh my dog. Oh. Fahren wir nach Genf. Zum Senf Genf? Genf, Senft. Senf. Wo ist denn Genf? Hallo, Genf, 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 Genf. Ach, da unten. Beim Zen. Ja. Tesco. Wer streamt denn alles gerade so, Benedikt? Die will mich eh so schicken. Ja.
bist nicht mal ganz unten in der Nahrungskette bei meinen Streams. Krass. Du wirst nicht mal angezeigt. Wow. Ja, ich hab gerade meine Streamseite auf dem Desk, bist du nirgends. Ich bin unwichtig. Ja, man kann sich auch anstellen, okay. Ich könnte mal so irgendwie eine Challenge machen. So Landstraße at most oder so ähnlich. Mit so viel Landstraßen und so wenig Autobahn wie möglich nach Genf gurken. Wow. Dann noch pünktlich. Tobi, du bist eine Pappnase. Zweite. Nichts Neues. Sehr gut, dann müssen wir das nicht wiederholen. Drei, 1300 Polizisten im Einsatz. Bei Riesenrazzia. Okay. Anderthalb Stunden kommt das Filtern den Abend. Aber vorher muss ich nochmal dann den Titel anpassen. Der Titel. Der Titel. Der Titel. Was für Titel? Das Truckers MP mal da wegmachen. Die Firma geht an den Start. TLA Trends Inc. VTC. Ja, so passt's besser. So. Fahren wir nach Genf, es hilft ja nichts, ich will Geld. Fahren wir nach Sam. Nach Genf mit Topfpflanzen. Ich dachte mit Sam. Von einem schwäbischen Möbelhaus. So, wo steht mein Auflieger? Oh geil, es regnet. Hab ich ja voll Bock drauf. Da steht mein Auflieger. Isolierter Kofferauflieger mit Ladebordwand hinten und Seitentür links. Zack. Lichter gehen alle. Jawohl. So, läuft jetzt der Stream auf einmal wieder. Ab. So. Erstmal unbeschadet rauskommen. Die Polizei wartet jetzt mal. Ja. So hält man den Verkehr auf, Leute. Genau so macht man das. Alter, ich sehe gar nichts, ne? So. Mach die Augen auf. Ist das eng, Alter. Katastrophe. Konstantin, wenn du das hier hörst. Hi. Ich bin seine Hupe. Oh
warum drehe ich mich eigentlich so rum? Das ist eigentlich total unsinnig, dass ich das mache. Wobei, war vielleicht nicht gar nicht mal so schlecht. Bitte aufladen. Schwupp. Oh, beides 10% beschädigt. Na egal. So, schauen wir auf die Karte, bevor wir losgurken, ob wir irgendwas optimieren können, um Zeit zu sparen. Fahren über die Fähre an Leipzig vorbei, an Nürnberg vorbei, vor Stuttgart rüber. Was ist damit? Ist das kürzer? Ne, das ist länger. Zürich vorbei. Ja, dann fahren wir mal los. Das war heute noch irgendwann mal angekommen hier. Licht, Handbremse raus und ab geht die Post. Ab geht die Luzi. Schon mal schön. Ach ja, los geht die wilde Fahrt. Es ist mir hier eigentlich bei mir im Zimmer viel zu hell. Ich kann das Licht schlecht ausmachen. Und dann sieht die mich nämlich nicht mehr. Wer hat gesagt, dass wir dich sehen wollen? Wow. Ne? Freundlichkeit. Jetzt hält dieser Scheißbus an, Alter. Ich muss mir vornehmen, alle, die irgendwie neben mir sind, einfach wegzupoken, wenn ich auf die Autobahn drauf fahre. Meine Herren, das war die unnötigste Vollbremsung aller Zeiten.
komm, fahr zu. Oh. Da schlafen die ein. Ich werd wahnsinnig. Fährst jetzt nicht hier mir vorbei. Fertig. Ist jetzt Pech. Sie hat Pech. Pech. Du bist wieder gemein, gemein. Oh Gott. Pech. Kannst mich auch Tobi nennen. Verdenkt den Gott nennen. Boah, der Witz ist auch schon so alt. Es ja, ist unglaublich. Jetzt zock ich. Üben, hab ich gesagt. Zwift Rage Who? Zwift. Oh, ich muss hier runter. Ist das euer Scheißernst? Ich fahre von der Autobahn runter und von der Autobahn weg regnet's nicht mehr, oder was? Was ist das denn? Öffentliche Notiz, mich enttäuschen gerade Leute. Notiz Ende. Keine weitere Beschreibung. Was? Enttäuscht. Nee. Du nicht. Ich bin froh, dass du da bist. Oh. Nee, ich bin wirklich froh, dass du da bist, weil ich glaube, wenn du nicht da wärst, hätte ich nach Train Simulator schon wieder aufgehört.
Weil heute ist, heute ist scheiße. Nein, nein. Es war mal wieder Verkettung unglücklicher Umstände. So würde ich das jetzt entschuldigen wollen, aber... Nee. Hey, wir haben die 190.000 Kilometer gefahren. Yeah. Gerade sehr, sehr unentschlossen. Oh, da brennt's. Fahren wir mal mit einem brennenden Tankwagen vorbei, der nicht abgesperrt ist oder so. Nein. Passt schon. Ja. Das passt schon. Das. Ich bin unentschlossen, was ich mit diesem Stream mache, wenn er vorbei ist. Exportiere ich das Ganze auf YouTube? Lass ich's bleiben. Mache ich ein paar Highlights draus. Nehme ich mir den Train Simulator Teil, lade den hoch. Nehme ich mir den Eurotruck Simulator Teil, lade den hoch. Nehme ich nur einen von den beiden Teilen. Nehme ich das Gelabere noch mit. Ich habe keine scheiß Ahnung. Ich müsste mich mal wieder an meine Psychiater wenden. Das steht fest. Die müssen sich von mir nochmal was anhören. Ob sie wollen oder nicht. Nee, ich sollte nicht über Enttäuschungen, Niederschläge, Rückschläge oder so einen Scheiß schwafeln. Aber mein ganzer Kopf gerade voll davon ist, das ist echt nicht. Boah. Schalt deinen Kopf aus. Da hörte man nur, wie sein Kopf auf dem Klapptisch auf. Dann müsste ich Headset, Mikrofon und Tastatur gleichzeitig mitnehmen, wenn ich das mache. Ja. Nee, mach ich nicht.
Nee, ich könnte jetzt was erzählen, so zum Thema, oh, wie mich Leute enttäuschen, wer, was das mit mir macht und so weiter, aber ach, ich lass das lieber. Es gehört hier nicht hin. Ich soll hier keine schlechte Laune verbreiten, wurde mir mal gesagt. Das klingt ja auch schlüssig, dass man keine schlechte Laune verbreiten soll. Ich will die Leute unterhalten und nicht mit meinen Problemen belasten. Dafür muss ich das hier nicht machen. Nur wenn mir das hier Probleme macht, habe ich ja selbst auch keine Chance dagegen, irgendwas zu tun. Und das ist auch doof. Für dich geknuddelt. Oh, danke, Anna. Du dich auch. Fühl dich hochgenommen. Was mir gerade übrigens schönerweise auffällt, ist, dass wir ja gar nicht anderthalb Stunden wirklich nur fahren. Weil 5,5 Stunden von diesen 30 Stunden sind ja schon mal Fährzeit, die wir auf dem Schiff verbringen. Nein. Die kann ich davon ja jetzt wieder abziehen. Oh, ich habe mir keine Gedanken gemacht, wo ich meine Pause machen will. Ah, schön. Ah, mal mit Profis schlafen. Ja. Nicht so weit links fahren. Das ist nicht gut.
So, ich würde gerne zum Schiff. Wo geht's denn hier zum Schiff? Da geht's zum Schiff. Ich muss mal schiffen. Wird. Hier kann ich Fahrziele machen. Und was geht hier? Hier geht. Spezialauftrag? Nee. Das da ist übrigens nicht Müdigkeit, das ist einfach nur Demotivation. So, wir fahren nach Rostock. Rüber. Rostock. Rostock. 9 Uhr morgens, immer noch stockduster. 18 Stunden zu fahren. Wir müssen eine Pause machen nach 9 Stunden. Wo ist denn ungefähr die Hälfte von dieser Strecke? Nürnberg. Gucken wir mal, dass wir hier bei Nürnberg irgendwo Pause machen können. Auf dem Berg. Hier vielleicht? Ne, eher vorher. Hier so. Da will ich Pause machen. Fangen wir das Spiel noch. Töten ein paar Insekten. Das zweite Stück ist eigentlich viel länger als das erste. Wir müssen eigentlich locker bis hier unten hinkommen. Ich lasse mal beide Markierungen stehen. So. Los geht's. Ich weiß nicht, wo du deine Schwierigkeiten bei dem Spiel hast. Hä, wo? Welches Spiel? Hollow Knight. Wüsste. Also wenn ich jetzt noch wüsste, was ich da für Schwierigkeiten hatte. Ach ja, ich habe keine Ahnung. Sag Gamepad ist einfach. Ja, wahrscheinlich liegt es einfach da dran. Wow, diese Entscheidung. Sehr geehrter Herr LKW-Fahrkollege. Reifeleistung, Reifeleistung. Nein, Reifenleistung. Stehst du? Ja. Ich verstehe, Nathan. So. Ich muss jetzt aber warten, bis die alle da weggefahren sind.
Weil vorher komme ich da nicht rum. Okay, und die Ampel ist wieder rot. Cool. Also, wenn wir nächstes Mal ein Stück in die Kreuzung reinfahren, dann können wir nämlich jetzt weiterfahren. Erlebt nicht diese Rot. Stopp, stopp mal. Achso, ja, hm, da ist eine Ausfahrt. Ah, grün. Ja, so grün, grün. Der Ente, ja. Wenn beim Alpen hier. Die Ampel ist recht realistisch tatsächlich. Sie ist nämlich scheiße, also ist realistisch. So. Schlechte Ampeln sind immer realistisch. Zumindest in Deutschland. So, erst mit diesem scheiß Bus da vorbeifahren, der macht mich wahnsinnig. Mann, Mann, Mann. 9, 10 Stunden habe ich. Wieso sagst du jetzt gerade Mann, Mann, Mann? 17,5 Stunden brauche ich. Hä? Du Mann, Mann, Mann sagen. Da alle Frauenalter etwa benachteiligen. Person, Person, Person. Besser? Ich will sich meinen Stuhl beleidigen. Alter. Etwas, etwas, etwas. Siehst du, jetzt fühlt sich nichts beleidigt. Doch, gar nichts fühlt sich beleidigt. Ja, siehst du, gar nichts fühlt sich beleidigt. Passt doch also. Ne, gar nichts. Wie fühlst du? Nein. Genau. Von Anna kommen Facepalms für diesen schlechten Witz. Kann ich nicht sehr. er konnte es nur nicht mehr verhindern. Benedikt hat die mir vorher geschickt. Soll sie vorlesen. Das stimmt nicht mehr. Du bleibst da schön drin, Alter. Ich fahr da jetzt weiter, weil ich kann nämlich nicht weg. Bremsen tue ich für dich nicht. Warum red ich denn so? Verfolge ich jetzt dem Sächsisch? Oh Leute, ey. Das ist doch der Scheißbus von vorhin. Ich werd nicht mehr. Komm. Rechts unter deinem Fuß ist ein Gaspedal. Das hast du mitbezahlt, also tritt auch drauf. Du Arschgeige. Ja. Tritt dir gleich mal drauf. Gehen und gleichzeitig blinken und fahren ist gar nicht so einfach. Aua, mein Bein. Kommt auf die Reihenfolge drauf an. Gleichzeitig, simultan. Lassen wir uns noch weiter runter. Diese Leberbaus. Ich habe mir vor 4 Tagen noch gedacht, Mensch, ich nehme für dieses Jahr mal vor, mich nicht aufzuregen. Hat gut funktioniert bis jetzt. Nämlich eigentlich gar nicht. So ein Scheiß. Achte auf dein Blut.
Hä, was mach ich? Achte auf deinen Blutdruck. Mein Blutdruck ist unsagbar niedrig. Siehst du, also regst du dich noch nicht genug auf. Wenn ich mich so aufrege, dass ich wirklich an meinem Blutdruck was verändert, dann... weiß ich nicht. Habe ich die Welt auseinandergebaut. Na. Lass mal einen Stacheln fliegen. Na, fahren und gehen und blinken zusammen geht nicht, aber fahren und gehen, das geht. Nur sobald Blinken dazu kommt, wird es schwer. Ja, blau, blau, blau. Weil es zum Niesen kommt, wird's interessant. Und Furz. Gleichzeitig Holz. Platzt man dann einfach. Und dabei noch die Augen aufreißen. Alter. Oh. Juckende Nase ist schlimm. Oh. Ungeil. Träumen alle vor sich hin. Alle. Katastrophe. War da weg. Die Fracht wiegt 3 Tonnen. 3. Halt, Gegner weg. Wenn der vor mir jetzt ein gelbes Nummernschild gehabt hätte, wüsste ich, es ist ein Holländer. Es ist ein Auto mit einem Wohnwagen. Aber er hat kein holländisches Kennzeichen. Alter, fahr weiter, du fällst nicht um. Was geht mit dir verkehrt? Komm jetzt, dann fahr auch zu, sonst überhole ich dich. Ja, dann halt nicht. Auch von vorne ist es augenscheinlich, augenscheinlich kein Holländer. Ein hohles Ende. Ja, ein hohles Ende. Ohne Ende. Oder viel Ende. Oder ein hohles ohne Ende. Wobei Holland ja nur eine Provinz in den Niederlanden ist, ne? Hm. Beim Zugfahren ist es gehen ja auch noch okay, weil du da nicht ständig beide Hände brauchst, aber...
Da glaubt mir einer nicht. Hallo Slotter, ich begrüße dich, schön, dass du reinschaust. Hallo Otter. Na, wie geht's? Wer glaubt dir nicht und was glaubt er dir nicht? Erzähl uns. Wir sind gespannt. Erzähl dich. Oh. Du. Hä? Dass ich nichts gemacht habe. Gerade zu Hause angekommen. Ah, ja, okay. Warum soll Slotter sich erzählen, Tobi? Erzähl mal. Ne. Jetzt nochmal erzählen. Wann, hä? Wo habe ich behauptet, dass du nichts machst oder dass du was machst und hä? Hä? Ich bin gerade leicht überfordert. Nein, du bist unterfordert. Das ist überforderlich. Also, er kann sich nicht erzählen, aber er kann sich zählen. Er ist eins. Ich bin auch eins. Und du bist auch eins. Fertig. Null. Wir sind eins. ARD. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Brems, Alter. Oh, wieso bist du da? Ach so. Stimmt. Hitman. Ja. Ich erinnere mich. Wir hatten eine... Auf dem Eevee-Server hatten wir eine kleine, Konversation. Ich habe einen Satz geschrieben. Ein Wort eigentlich nur. Wir haben uns zu einem Happening... Happening. Zu einem Pfeffening. Da wird ordentlich gepfeffert. Gebuttert. Tobi sagte, ich soll mich zählen, aber ich kann... Aber ich kann mich zählen. Und ich bin nur einmal da. Also eins. Das ist absolut richtig. Reiß ihn zusammen, Slotter. Ach, lass ihn doch. Nein. Doch. Ah. Doch. 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 Oh. Hm? Ich glaube, dann ist der Typ, der vom Dach gefallen ist, wirklich einfach nur strunzend dämlich. Ist der Stream jetzt nur bei mir kurz gehängt? Kann sein, aber ich würde mal nicht nur die Schuld bei dir alleine suchen, weil mein Internet ist heute nicht sehr freundlich zu mir. Mein Internet möchte heute ein bisschen, dass ich mich vor technischen Problemen sehe. Habe ich zwar gar keinen Bock drauf. Aber so ist das mal. Wir nähern uns Leipzig. Leipzig! Leipzig, die Hauptstadt vom Össiland. Quatsch, die Hauptstadt von... Die Hauptstadt von Sachsen ist Dresden, ne? Soweit ich weiß. Schon. So. Aua. Naja, ich habe nur 7 Mbit down. Ja, ich habe 7 Mbit up. Sender war momentan mit 4. Ja gut, es könnte sein, wie gesagt, aber sollte eigentlich nicht. Ich habe schon 20.047
Frames irgendwo liegen lassen. Gut. Oh, es ist so schön viel Wald. Der Thüringer Wald. Das ist, glaube ich, wirklich der Thüringer Wald. Ne, es kann gar nicht der Thüringer Wald sein, wenn wir gerade an Leipzig vorbeigefahren sind. Alter, denk doch mal ein bisschen über deutsche Geografie nach. Nur ein bisschen. Nicht viel. Muss ja nicht mal viel sein. Aber so ein Setting wechselt ja auch nicht so oft stattfindet. So, schon den ersten Boss besiegt. Den ersten Boss besiegt? Nein. Ich habe eine halbe Stunde gespielt. Danach habe ich aufgehört, weil ich wahnsinnig wurde. Ich habe jetzt 10 Minuten gespielt. Doch, doch, ist der Thüringer Wald. Was? Thüringer Köst. Der ist doch gleich neben Rust. Was? Zwischen Leipzig und Köln. Das ist jetzt gar nicht so falsch tatsächlich von der Aussage, technically, aber... Technically, dead. Ich hab noch 5 Stunden, Alter. Ich fahr einfach noch ein bisschen. Den nächsten Rasthof erreiche ich auf jeden Fall. Und da kann ich dann auch tanken, da lohnt sich das dann auch. Alter. Es wird noch wenigstens ein bisschen bei Tageslicht fahren. Ich muss gucken, dass ich meine Fahrten wieder auf tags gelegt kriege und nicht nachts. Weil nachts fahren ist irgendwie deppig. Das ist zwar saarländisch für Teppich, aber... Teppich. Dann eben zwischen Lindau und Hamburg. Auch das ist technically richtig. Technisch gesehen auch zwischen London und Moskau. Ja. Oder zwischen Bergen und Korsika. Ja, Tobi, das wussten wir schon, Kappa. Er weiß nicht viel jetzt, aber wenn er was weiß, dann weiß er. Liegt auch zwischen Berlin-Ost und Berlin-West. Kommt drauf an, in welche Richtung man schaut. Wow. Discord stirbt gerade. Wow, ist so. Stimmt. Habe ich tatsächlich auch noch nie drüber nachgedacht, wie über so vieles. Holy shit. Muss ja keiner wissen, dass da Russland und zwei und mehrere und also zwei Meere und ein Kontinent dazwischen sind. Oh ja. Natürlich.
Wenn ich mich irgendwo in Berlin auf einen Turm stelle, guck nur weit genug in die eine Richtung, kann ich meinen Hinterkopf sehen. Weil Raum und Zeit gekrümmt sind und in sich selbst abgeschlossen. Ist meine Meinung. Was der Herr Einstein da bewiesen hat, weiß ich gerade gar nicht. Physikalisch möglich. Okay. Aber nicht auf der Erde. Dann scheint es wohl anders zu sein. Oh, da quält sich die Welle jetzt darunter. Wow. Ich dachte, du fährst drüber, Alter. Da müsstest du bei einem schwarzen Loch sein und den richtigen Abstand haben, wo die Orbitalgeschwindigkeit gleich der Lichtgeschwindigkeit ist. Hilfe. Hab ich doch keine Ahnung von. Ich bin Informatiker und nicht Physiker. Haben sie schon versucht, das schwarze Loch neu zu starten? Oh Gott. Ein Quadratmeter näher und du bist im schwarzen Loch. Ah, ja. Du bist Nürnberg. Oh, da steht nicht Quadratmeter, da steht Quantenmeter. Ja. 23 Uhr, Freunde. 23 Uhr. Will ich unnützes Wissen? Oh, immer gerne. Immer gerne her mit unnützem Wissen. Oh, das ist unnützes Wissen. Oh, Konstantin ist zurück im Channel. Ich hab ihn mal rein. Aha. Fahr doch von der Linie runter, dann rauscht's nicht.
ich in Genf nicht eigentlich eine Garage? Nee, hatte ich nicht, okay. Wobei ich da mal eine kaufen könnte. Dann kaufen wir da eine. Fertig. So, aber ich mach eine ganz kurze Pause. Ich bin gleich wieder für euch da. Kurzer Moment. Solange habt ihr ja noch den Tobi und die Musik.
Da hat er von alle getroffen. Leute. Nun. So, da bin ich wieder. Zurück aus der Pause. Da ist das Spiel wieder. Und wir fahren weiter. Nicht so weit darüber. So, gucken wir mal, was Lotte an unnützes Wissen so bereitet hat. Ne, erstmal auf die Autobahn auffahren. Das ist wichtiger. Wenn man einen Lichtstrahl beobachtet, der weit genug entfernt von einem ist, dann könnte man nachweisen, dass ein Quantenmeter real ist und nicht nur eine errechnete Einheit. Aha. Interessant. Und Discord ist gerade komplett abgeschmiert. Geil. Bei mir steht da nämlich verbinden. Problem ist, dass die Entfernung, die man bräuchte, so weit weg ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Photon zu einem kommt, nahe Null ist, wenn nicht sogar Null. Wow. Jetzt bin ich wieder drin. Verbunden. Und da leckt er immer noch was. Ja, weil Mikrofon. Aber jetzt sollte es gehen eigentlich. So. Eilig. Okay. Slotter ist mit Discord verbunden, aber gerade so. Okay. Dann kommen wir, / ich, nach dem Stream zu dir. Wenn du irgendwo bist, wo es geht. Geht. Nein, weil Discord. Ach so. Oh. Wie lange braucht man noch? 7 Stunden. Gut. 21 Minuten. Ja, dann ist es Viertel vor 12. Ich denke, das ist eine gute Zeit, um Schluss zu machen.
Jetzt habe ich Schluck auf. Weil ich einen Schokoriegel gegessen und einen Schluck Wasser getrunken habe. Genau. Zwischen yeah, perfekte Verbindung zu what the fuck, mit was gehst du online mit einer Kartoffel? ja. Was ist das? Es nervt. Nein, noch zu früh. Jetzt können wir. Achtziger Ping. 600er Ping. 60 Ping. 500 Ping. Und so weiter. Yeah. Das ist gerade Ping Pong. Ping Pong. Ping Pong. Eigentlich müssen wir Ping Pong spielen. Ich sag Ping, du sagst Pong. Ping. Pong. Ping. Und da ist der Ball von der Platte runtergefallen. Pong. Das war ein weit. Polo. Wie geht Polo eigentlich? Ich weiß, dass man. Ich weiß, dass man auf Pferden sitzt. Mit Schlägern. Ja, das. Ja. Mit Hämmern. Ich finde, man sollte Pogo. 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 Alter, nein, nicht Pogo. Polo mit Vorschlaghämmern spielen. Ich schlage vor. Man sollte Polo mit Vorschlaghammern, Hämmern spielen. Mann, das ist der Hammer. Marco Polo. Wie, das kennen noch mehr Leute. Ich dachte, das wäre ein Insider von uns aus der Schule gewesen, aber ha, anscheinend nicht. Finde ich gut. Props an dich, Sotter, dafür. Konstantin? Der geht mir auf den Sack, der Bus da. Deswegen überholen wir den jetzt einfach. Zack. Und weg damit. Ah. Das ist ja gar keiner. Nach Straßburg möchte, war ich da weg. So. Also, ich glaube. Wer baut denn schon auf der Straßburg? Ne, jetzt von der Firma anzufangen zu reden, ist noch zu früh. Erstmal einen Server neu starten, weil man denkt, dass der sich aufgehängt hat. Hm, kann man machen. Wupp. Will nicht mal abhängen. Schinken muss so, abgehangen sein. Aha. Und im Nachhinein feststellen, dass man auf den falschen Server drauf wollte. Sehr gut. Aber das passiert? Das passiert jeden Tag tausendfach. Mach dir da keinen Kopf drum, Slotter, das passiert jedem. In der Früher oder später geht man immer mal auf den falschen Server. Hast du ihn in den Talk gemoved oder er sich selbst? Nee.
Alter, wenn du schon rausfährst, dann gib auch Gas, Mann. Okay, ich fange jetzt trotzdem an, von der Firma zu erzählen. Es ist zwar niemand da, also doch, Tobi ist da, der für den es relevant ist. Und für alle, die sich das hier anschauen. Was also, für eine Wand? Die Alpha-Wand. Die Rede. Wand. Ah. Die Redewandung. Also, wir haben aus unserem Gedanken, dass wir in Truckers MP alle gar... was heißt wir? Ich. Hab aus dem Gedanken, dass wir in Truckers MP alle gar unter dem gleichen Label quasi fahren, unter dem TLA Trans Inc. Habe ich gedacht, Mensch, es gibt in der Trucking Community ja so etwas, das nennt sich VTC. Das steht für Virtual Transport Company. Nein, nicht Company. Company. Warum sind hier alle so langsam? Ah, die Straße geht hier zusammen. Ah, und vom Reißverschluss habt ihr keine Ahnung, ihr Vollpfosten. Ja. Genau, und wir haben eine Firma gestartet, die TLA Transports Incorporated heißt und auf Trucking VS gehostet ist. Jetzt suchen wir Fahrer für diese Firma. Teile sind bis jetzt Konstantin, Jan und meine Wenigkeit. Das heißt, wir können momentan bis zu 10 Fahrer insgesamt einstellen. Das heißt, es sind noch 7 Plätze frei. Die sind noch zu füllen. Und wenn ihr mitmachen wollt, ist es ganz einfach. Und kostet euch gar nichts. Warum auch? Ist ja unsinnig. Doch, speicher auf dem Computer. Hä? Nein. Hast du keinen Beschleunigungsstreifen, bastel dir einfach selbst ein und fahr über den Standstreifen. Guter Plan. Na, ist mir doch egal. So, wenn ihr mitmachen wollt, geht einfach auf truckingvs.de, das ist eine deutsche Seite, registriert euch dort und schaut mal nach unserer Firma. Link dazu wäre zum Beispiel auf meinem Discord-Server oder ihr sucht einfach nach TLA Transports Inc. Oder nee, TLA Trans Inc. auf der Firmenseite. Dann seht ihr unsere aktiven Stellenangebote. Blitzer. Und dann könnt ihr euch für eine der ausgeschriebenen Stellen bewerben. Das sind momentan Auszubildender, Fahrer, Buchhalter und Ausbilder. Muss ich da nur Bücher halten? Nein. Oh, Alter. Was ist denn das jetzt hier? Ist eine scheiß Baustelle, ah. Dann, du hast dann Autofahrer vor dir, die dann einfach gefühlt stehen bleiben. Und Schilder, die auf der Straße stehen, was auch super ist. Nein. Der Buchhalter sollte vielleicht mit Zahlen ein bisschen bewandten sein und sich, ein bisschen mit den Finanzen der Firma auseinandersetzen und so weiter. Wir hatten ja schon jemanden, der daran Interesse bekundet hat. Das war ja Jojo. Muss ich mal noch schauen, ob der das so auch hält, wie ich das halte.
Und du könntest dich zum Beispiel einfach als Fahrer bewerben oder so, oder als Ausbilder, keine Ahnung. Ich fahre doch schon. Du fliegst. Du verstehst das Prinzip nicht, wahr? Doch schon. Dann erklär's mir mal, wie du es verstanden hast. Doch schon. Ich würde mir aber keinen Dreck runterladen. Musst du auch nicht. Lül. Alter. Ich fahr doch schon für euch, Dance Game. Das wird aber nirgendwo erfasst. Es geht ja darum, dass man so eine Übersicht hat, dass man quasi mit seiner Community, mit seinen Leuten zusammenfahren kann. Und das muss übrigens auch gar nicht zusammen passieren. Du kannst fahren, wann du möchtest. Wenn man dieses Tool halt nicht benutzen möchte, was ich durchaus verstehen kann, weil das Tool halt, ein bisschen verbuggt ist. Und manchmal einfach nicht richtig funktioniert. Was willst du jetzt von mir, was ich tue? Du sollst dich einfach, wenn du mitmachen möchtest, bei Trucking VS anmelden, bei unserer Firma bewerben. Du wirst sofort angenommen. In der Bewerbung muss nicht mal irgendwas drinstehen. Ich muss halt nur wissen, dass sie von dir ist. Das wäre halt noch wichtig. So. Und danach... Das war es dann eigentlich, weil dann alles, was du quasi für die Firma tun musst, ist, wenn du eine Tour fährst, gehst du danach quasi auf die Seite von denen und schreibst quasi die Daten von deiner Fahrt auf. Drückst da auf Speichern und fertig. Mehr ist es nicht. Mehr ist es wirklich nicht. Weil es wird nämlich online ein Fahrtenbuch geführt. Du kriegst auch quasi, also man kriegt online auf sein Profil, kriegt man ein Gehalt, das von der Firma erwirtschaftet wird. Und ihr habt schon 2 Verwarnungen, nice. Ja, ich frag mich, wo die herkommen. Wir sind eine ganz seriöse und bodenständige Firma. Das mit dem Husten wird aber auch nicht gut. Husten, wir haben ein Problem. Liebe Kamera, das war völlig theatralisch übertrieben, ich weiß. Husten, wir haben ein Problem. Geh, du fährst nicht, dann fahr ich halt. Wusstest du, dass Schweizer kein Auto fahren können? Hm. Mann. Doch, Mann, auf Schweizer Straßen. Da bin ich gerade. Und sie können es nicht. Sie fahren nämlich wie ein Stück Org oder so. Oder halt ohne Gaspedal. Na gut, es ist die Schweiz, also. Okay. Genau, man muss dann einfach nur, wenn man das Tool nicht benutzen möchte, das Tool tut eigentlich nichts anderes als diese Touren oder dieses Formular, was da ist, einfach automatisch ausfüllen. Wenn du eine Tour annimmst und abgegeben hast. Das tut das Tool. Nur manchmal tut es das halt nicht. Ich zeig dir auch gleich, wie das geht. Also ich kann das hier im Stream einmal durchmachen, weil ich habe ja einen In-Game-Webbrowser. Ja. Schon wieder eine Baustelle. Wie hast du im American Truck Simulator eigentlich die Einheiten stehen? Hast du da Euro oder Dollar? Und Meilen oder Kilometer? Meilen. Hm. Das ist nämlich eine kleine Miesigkeit, die ich da bei dem Ganzen festgestellt habe. Das Ding funktioniert, wie gesagt, für Euro Truck Simulator 2 und für American Truck Simulator. Nur aus irgendeinem Grund können die selbst das irgendwie nicht umrechnen.
weil dieses Formular muss man nämlich in europäischen Werten ausfüllen, also Kilometer und Euro. Das sind zwei Umrechnungen, die man machen muss, wenn man einen amerikanischen Auftrag dort einbauen möchte. Sechsmal im Monat fahren. Steht das da drin? Ich muss das nochmal. Ich muss diese Stellen. Realistisches Fahren, ich glaube, Tag. Ich weiß nicht, wo er die Dinger her hat. Ich glaube, ihr seid gut unter 5% Schaden an der Fracht oder am LKW. Ja. Ich glaube, er hat diese Beschreibung von irgendwo anders. Gewisse geistige Reife, okay, ich bin raus. Beginn ab dem 1999. Ah, jetzt kommt die dämlichste Radarstrecke aller Zeiten. Ah, ne, doch nicht. Bitteschön. Dankeschön, ich werde deine Bewerbung gleich im Stream annehmen. Alter, ihr seid solche Schnarchnasen, es ist unfassbar, es ist unfassbar. Ich hätte eigentlich Kinderriegel, Transport. Diese Firma. Meine Firma. Schaffen wir den noch? Ah, nee, komm. Ordnen wir uns hier hinten dran ein. Wir sind nur auf Platz 18. Ja, noch. Je mehr Leute nämlich mitmachen, desto mehr Geld kommt in die Kasse rein. Und, ja. Genau. Genau, Konstantin auf Platz 22. Klar. Du bist auf Platz 23. Ich weiß. Wir liegen 500.000 Euro auseinander. Übernimmt ja leider nicht den Stand, den man hat von seinem Singleplayer-Account, was ich unfassbar schade finde, aber auch nachvollziehbar, weil da könnte man einfach alles Mögliche dran verändern. Du musst es ja nicht mehr im Spiel verwenden, glaube ich, oder? Hä? Du musst es mit dem Spiel verbinden? Ich glaube schon. Ich kann das nicht mehr mit dem Spiel verwenden. Achso, ja, nee, dann nicht. Ich glaube, da steht er irgendwo mit dem Spiel verbinden oder sagst du das von dir aus? So steht der Geburtsdatum 1.1.1970. Ich glaube, da bin ich nicht so ganz geboren. Oh, neben mir ist die. Ah, ne, auf der anderen Seite war die Polizei. Cool, ich wurde nochmal geblitzt. Ich sehe erstmal meine Bewerbung durch. Ja, mach ich gleich. Ich bin ja am Ziel. Ah, Verknüpfung mit Truckers IP. Anhand von Steam verknüpft. Das finde ich auch so lustig. Verknüpfung über andere Verknüpfung erstellen. Ja, ja. Stehe ich auf dem Zebrastreifen? Ja, natürlich stehe ich auf dem Zebrastreifen. Was habe ich denn erwartet? Dass ich nicht auf dem Zebrastreifen stehe oder was? Ja, schon klar. Mann. So ist das aber nicht auf, schön. Auf. Etwas. Dezent eng. Was? Die war grün. Die war lila blassblau. Halt an, du Penner. Hä? Wir fahren zu DHL? Ich dachte, wir fahren zu Dingens. Zu Carrefour. Naja. Dann halt zu DHL, ist mir auch wurscht. Oder wie hat mal jemand bei uns auf der Arbeit gesagt, ist mir auch okay. Zu fix.
Herr sprach es werdlich. Doch er fand den Schalt. Ja. Ach, das ist meine Taschenlampe. Handy macht Taschenlampe an. Ich hab das gerade wirklich zu meinem Handy gesagt. Das hat die Taschenlampe. Wow. Fortschritt. Der Fortschritt ist nicht aufzuhalten. Slotter ist Steuerprüfer. Okay. Ich weiß, warum er das sagt. Alle Österreicher? Nee. Weil er weiß, welche Machenschaften wir mit der Firma gemacht haben. Hust, hust, hust. So, ich setze das Licht aus hier, verflucht nochmal. So, was muss ich mir von der Tour merken? Ich muss mir merken... dass es 3 Tonnen waren. Okay, ja, mehr muss ich mir nicht merken. So, Eingabe. 1666 Kilometer, 35 Stunden, 36 Minuten, 549 Liter verbrauchter Kraftstoff und 2926 Erfahrungspunkte mit 114.907 Euro. Geil. So, wir öffnen... Huch. Hm. Einen Webbrowser. Ich zeige euch das jetzt auch mal gerade mit, ne? Also, ihr geht auf trucking-vs.de. Als Neueinsteiger würdet ihr hier auf Registrieren klicken. Ich klicke hier auf Einloggen. Willst du dich... Also, es lädt. So. Gute Nacht, The Lotte Tech. Willkommen bei Trucking VS. Ah ja, schön. So, und dann müsst ihr hier auf Fahrtenbuch klicken, da oben, auf Neuer Eintrag. Dann kommt ihr zu diesem Formular. Das sind, wie viele sind das? 2, 4, 6, 8, 10. 10 Sachen zum Ausfüllen. Und zwar einmal die Fracht. Wir haben Topfpflanzen gefahren. Topfpflanzen. Das waren 3 Tonnen. Die Fracht war unbeschädigt. Wir sind in Linköping losgefahren. Nach Genf. Wie viele Kilometer waren das? Wir mal kurz nachgucken. Karriereentwicklung. Waren 1666 Kilometer. 1666 Kilometer. LKW Mercedes Neo Actros. LKW Schaden 0. Verdienst. Was war das? 114.907 Euro. 907. Kraftstoffverbrauch. Ich gehe immer auf 10 Liter pro 100 Kilometer, obwohl das eigentlich gar nicht stimmt. Machen wir mal 510. So. Speichern. Das müssen wir, glaube ich, dem Steuerprüfer erzählen. So, und das wäre jetzt ein Verdienst für die Firma von 17.236,05 Euro. Das steht dann zur Überprüfung aus und ich krieg dann alle, also die Geschäftsführung oder die Buchhaltung kriegt dann alle Aufträge, die reingekommen sind. Hier sind übrigens noch die anderen Touren. Also so sieht das dann ungefähr aus. Und ich krieg dann nämlich alle Einträge und muss den Eintrag hier dann nochmal bestätigen. Wenn ich das dann bestätigt habe, geht das dann quasi auf das Firmenkonto. So. Bewerbungen. Was schreibt der denn? Der Torslayer. Nice. Nein. Bewerbung nice annehmen. Seht ihr, das reicht, wenn ihr... Ja, nice. Ja, ich muss nur wissen, von wem sie sind. Und so. Ja. Sehr gut. Er hat sich als Fahrer beworben und Jan hat sich als Auszubildender beworben. Finde ich gut. Ah ja, dann gleich einen Untersuchungsausschuss einleiten. Genau. Ja.
Ich könnte bei meiner eigenen Firma kündigen, übrigens. Nice, weil es zwei Geschäftsführer gibt, du Schlaubi. Ja. Du Schlumpf. Lustig ist, dass hier Mitarbeiter einer steht, obwohl es eigentlich vier sind, aber gut. Na, das Normale kommt noch. Mitarbeiter, es sind zwei Geschäftsführer. Das sind keine Mitarbeiter. Ach so. Okay. So. Gut, wir wollten noch Garage kaufen. Erstmal, Ist denn schon wieder. Tuse Werkstatt. So, eigentlich ein ganz knuffiges Gespann. So. So, ich bin da mal pennen. Alles klar, gute Nacht. Vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Man hört Wie sich. sind Sie hergekommen? Tschüss. Oder vor meinem Rasen! Und da ist er weg. Achtung, es kostet der Spaß. Aua. Ah, Mann. So knapp verfehlt. Dann zeige ich euch auch mal, was man für eine Firma alles braucht. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gemacht habe. Ach, leck mich, das war gelb. Hoppla.
würde diese Garage gerne kaufen, jawohl. Vielen Dank. Huch. Steht hier ein LKW drin? Warum steht hier noch ein LKW? What the fuck? Und gleich aufrüsten. Es gibt Punkte in Flensburg. So, jetzt können wir den Auflieger draußen vor die Tür stellen. Jetzt haben wir nämlich hier ordentlich schön viel Platz. In der wunderbaren, riesig großen neuen Garage. Total schön, total toll. Mit komischen Würfeln. Tankt man immer schön. Wir sind jetzt 1076 Kilometer weit gefahren. Rücksetzen. Und für 1,30 nachtanken. So. Mal kurz eine Sache erledigen. Wichtig, jetzt noch nicht schlafen zu gehen, sondern erstmal Fahrer einzustellen. Nein, falsch, Entschuldigung. Falscher Schritt. Erstmal LKWs kaufen. So. Und da ist ja jetzt das schöne neue Feature. Ne, ist der falsche. Ich kaufe immer beim Mercedes-Händler in Stuttgart. Und zwar meine Flottenkonfiguration. Und zwar ist das der hier. Linkslenkung, Rechtslenkung, mein LKW, mein Schwertransport-LKW. Die vier könnte ich jetzt so einfach nochmal nachkaufen. Ich kaufe den. Und zwar fünfmal. Dann nehmen wir uns noch Fahrer, stellen die da ein. Und ich achte da auch nicht drauf. Es sollten junge, ansprechende Herren sein. Oh. D.
Der sieht aus wie der Hotelpächter aus, aus Hotel Zack & Cody. Nur Herren, so leid es mir tut, das zu sagen, ja, das ist sehr unfair allen anderen gegenüber, aber ja. Ich habe so angefangen und ich werde auch so weitermachen. So. Und ich brauche noch Auflieger. Und zwar... ah, der ist so knuffig. Wo ist der denn? Was brauche ich denn? Das sind meine. Und zwar einmal den hier. Der geht nach Genf. Und einmal den hier, der geht auch nach Genf. Bitteschön. So. Gut. Und jetzt. Jetzt sind die Fahrer hier angestellt und jetzt schlafen wir einmal. So. Und speichern. Genf. Genf, wie Senf, nur halt anders. Genf wie Senf, nur anders. Ah ja, okay, ich verstehe. Fein. So. Das soll es damit gewesen sein mit dem Eurotruck-Simulator für heute. Musste auch nochmal sein. War eine erfolgreiche Tour. Gefällt mir. So, ich kann es mal aus dem Voice Channel hier rausgehen. So. Warum keine Frauen? Du kennst das österreichische Gesetz nicht. Nee, tatsächlich kenne ich das nicht. Ich kenne mich mit der österreichischen Juristik nicht so aus. Wenn zwei Bewerbungen vor dir sind und beide dasselbe Potenzial haben, dann muss man per Gesetz die Frau nehmen, wenn eine dabei ist. Aha. Interessant. Juristik. Oh, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Ist mir aber ehrlich gesagt egal. Ich will einfach nur, dass es vorbei ist. Ich habe nämlich auf jeden Fall genug für heute. Deswegen komme ich ganz schnell zum Ende. Ich möchte allen Danke sagen, die heute trotz dieser großen Misserfolge dabei waren. Also ich habe es mir komplett anders vorgestellt. Der Schluss war jetzt okay, aber der Anfang war Katastrophe. Vielen Dank an Konstantin fürs dabei gewesen sein und fürs Zuschauen. Dankeschön an Tobi fürs da gewesen sein und fürs Zuschauen. Danke an Jan fürs Reinschauen, danke an die anderen drei, danke an Fabi und NGU. Dankeschön an Anna fürs da gewesen sein und Dankeschön an Slotter. Ihr seid meine Besten. Und dafür möchte ich nochmal ganz, ganz herzlich Danke sagen. Aber auch quasi... Nein. Zum Ende kommen für heute. Und sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal. Lasst einen Kommentar da. Folgt mir auf Twitch, wenn ihr keine Streams mehr verpassen wollt. Und schaut in die Beschreibung rein, dort findet ihr alle wichtigen Informationen. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag und eine schöne Woche. Macht's gut. Tschüss.